Hallo Leute, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, wir sind hier immer noch in den Ruinen der Alten, vor diesem Relikt-Table oder was es auch immer sein soll. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Wahrscheinlich, ja, die Leitung geht dahin. Hast du recht. Muss das überbrücken? Oh, nice. Überbrücken funktioniert immer. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Ach so, wahrscheinlich im Kreis, ne? Soll das alles im Kreis sein? Sie bewegen sich und ändern den Lichtfluss. Was? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Ich verstehe das gerade nicht. Das hier auch drehen? Nein, das hier Licht kann ich nicht drehen. Brauche ich das Licht hier? Wenn ich das hier noch weiter rüber drehe, was passiert dann? Passiert gar nichts. Okay. Wir rätseln mal ein bisschen. Rein in der Theorie. Was passiert, wenn ich das hier mache? Also rein in der Theorie. Gar nichts, okay. Ich denke mal, es hat ein bisschen was mit dem roten Licht hier zu tun, habe ich so das Gefühl, oder? Oder brauchen wir das rote Licht gar nicht? Ich denke, das rote Licht ist fucking wichtig. Warte mal. Kann das hier irgendwie Auskunft geben? Drehen, um Datenfluss umzuleiten. Ah, Datenfluss kann diesen Knoten nicht passieren. Alles klar. Das heißt, den roten müssen wir auslassen, auf Deutsch gesagt. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen den Knoten auslassen. Alles klar, sag mir das doch. So. Und dann hier. Na gut. Alles klar, was riesig. Offen ist. Sehr geil. Also ich habe nie an mir gezweifelt. Was ist hier für ein Datenstück? Das ist ein Text. Wow, Frozen Wild Textdatenpunkte. Frozen Wild Textdatenpunkte, Welt, Quest, Audiodatenpunkte. Oh Gott. Viel Zeug. Ja gut, ich werde nicht alles durchlesen, das kennt ihr von mir. Aufzeichnung höre ich mir an, aber durchlesen werde ich nicht alles. Das zieht dann das Display doch ein bisschen lang. Was ist denn das hier? Gar nichts, alles klar. Okay, wenn gar nichts ist, dann gehen wir wieder. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwas hier drin übersehen werden. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir nicht alles, was in diesem Spiel vorkommt, mitnehmen werden. Deswegen rate ich euch auch, wenn euch das Spiel wirklich gefällt und so weiter, spielt es doch auch mal selbst. Also zuerst natürlich das Display fertig gucken und dann spielen. Ne Leute, das ist läuft. Und ja. Selber spielen ist meiner Meinung nach eh immer das Erfüllendste, wie es man nennt. Denn zuzugucken, wie so krass so ein Kampf ist beispielsweise, ist nicht so geil, wie es selbst wirklich mit Controller in der Hand zu schaffen. Bin ich auch voll lustig, dass ich gerade davon erzähle, was es geiler ist, das Spiel selbst zu spielen, wie mein Let's Play zu gucken. Macht voll die Vorteile, ich weiß. Tür ist offen. Und weiter? Ach ja. Alles klar. Krieg ich hin. Alles klar. Klettern wir halt. Haben wir noch nie gemacht. So. Komm ich da höher oder muss ich? Ich komme hier nicht weiter. Muss mal bitte los, Aloy. Komm mal auf der anderen Seite vielleicht weiter. Ja, hier ist eine Stange. Ja, hier kommen wir weiter auf diese Seite. Okay, alles klar. Die andere war also nur fake. Danke dir, Spiel. Danke. Finde ich sehr nett von dir. Also die Aloy ist natürlich agil genug, um wirklich diese kleinen Vorsprünge hier hochzukommen. Also das ist quasi eine Spielwiese, die für sie bereitet wurde. Messert nicht für sie.
Aber mal ohne Scheiß, was das für eine körperliche Anstrengung hier sein muss, so rumzuklettern, wie es die Aloy hier gerade macht, die Liebe. Das ist schon irgendwie krass. Ja, kann man einfach nur sagen, die Frau ist Bombe. Frische Luft voraus. Frische Luft ist doch gut. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Schamanin den ganzen Weg hier gegangen ist. Oder was sie gesagt, warum hätte sie durch die Brandschutztür durchgemusst? Oder sie gesagt, sie hätte wahrscheinlich gar nicht mal geschafft, das Rätsel. So scheißt die Schamanin nicht. Oder besser gesagt, ich will nicht sagen, dass sie dumm ist oder so, sondern warum sollte sie das Tor aufmachen und dann wieder verschließen? Ach, wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Die Struktur da drüben? Wir gucken uns einfach mal an, Aloy. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Geronimo. So viel hältst du aus, Aloy. Geronimo! Oh Gott. Natürlich nicht hoch. Ach, es gibt eine Leiter. Das ist ja nett. Wenn der richtigen Seite dran geht, ist natürlich auch ein Vorteil. Mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Das ist ja vorteilhaft, Aloy. Das gebe ich zu. So, schnell speichern, danke. Aloy, mach keinen Scheiß. Ohne Scheiß. Mach keinen Scheiß ohne Scheiß. Auch so ein schönes Wortspiel. Sollte ich mir merken. Sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Nicht mehr viel höher. Uriah muss nahe sein. Tür öffnen. Rein da. Das ist da drin ein Stückchen wärmer. Sie muss irgendwo hier drin sein. Das sieht doch schon aus wie so eine Schamanenhöhle. Guck dir das mal an. Das sieht schon aus wie so eine Schamanenhöhle. Sie muss hier irgendwo sein. Hier haben wir wieder so einen schönen Datenpunkt. Jemand hat die Menütafel gehackt. Damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Ich bin für Kindergarten, ganz ehrlich. Macht viel mehr Sinn. So. Hier in dem Raum kommen wir anscheinend nicht weit, habe ich so das Gefühl gerade. Aber hier vielleicht. Nee, sind wir nicht. Wir sind von da drüben rein. Ich kenne mich schon aus, Leute, keine Sorge. Die Tür geht auf, finde ich sehr schön. Ja, hier wollten wir hin. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Kein Gebet, das zu dir dringt. Kein Zeichen, das deine Fesseln löst. Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Alles klar, ich füße die gerne vor, meine kleine Gerätschaft hier. Warte mal gut auf. Zeig ich dir, wie man das im Noah-Gebiet so macht. Das ist größer. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Oh Gott, nein. Fängt denn das Licht an? Ja, gut. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber egal. Nochmal bitte. Oh, dann geht der Lichtstrahl weiter, das finde ich sehr schön.
Drehen wir hier noch zweimal. Dann haben wir ein Problem. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier in die andere Richtung, würde ich sagen. Finden wir hier ja den richtigen Weg. Gott. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich ihn hier zurückschicke. Okay. Gehen wir in die Richtung. Okay, dann kommen wir hier rüber. Das finde ich schon sehr reizend. Ja, 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 das passt, das passt. Dann geht das hier rüber. Dann geht das hier runter. Ja, das macht Sinn. Das hier macht gerade keinen Sinn. Das hier muss hier rüber. Dann haben wir das hier. Nein, das hier. Das geht dann hier runter. Ja, ich glaube, das könnte sich sogar ausgehen. Wenn ich nicht komplett falsch liege, gerade geht sie da raus. Wenn ich nicht komplett falsch liege, also ich garantiere für nichts. Einmal noch. So, ist fein. Dann geht das hier runter. Das hier rüber. Dann geht das hier so. Dann haben wir's. Guck dir das mal an. Hier so. Batz. Easy peasy. Haste-Kanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Erlangte Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon. Durch dich ist die Stimme zurück. Ja gut. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Okay. Silence war ich ganz am Ende. Das ist die Frage, was wir alle am liebsten beantwortet hätten. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese... Das ist die Stimme. Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verag. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln. Doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Karte vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Die Stimme brauchte Hilfe? Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen. Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Gemeinschaft? Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld.
und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Aber was genau ist diese Stimme? Urea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschine. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt. Und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam, verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Alles klar, der Dämon. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Es war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Beim letzten Mal, was geschah da? Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Du bist zurück? Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Vera großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her, in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Dank mir? Bist du dir da sicher? Aber jetzt kommen wir zu der Frage. Silence. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Komm doch. Ich muss es wissen. Wegen Silence? Ich habe dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann! Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie.
Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Im Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekur. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Gibt es hier einen Langhals? Ja, bei den Frostfingern. Aber er ist schon lang im Eis eingefroren. Was spielt das denn für eine Rolle? Es wird helfen, glaub mir. Vielleicht noch mehr, als ich dachte. Wenn du meinst. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Dankeschön. Ich würde die Waffe wirklich gerne haben, sag ich dir ganz ehrlich. Ah, Sturmschleuder. Doch was mit dieser Sturmschleuder gerne auf sich hat, werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Die Folge hat Überlänge, ohne Scheiß. Wir sind bei 22 Minuten Rohmaterial gerade. Gut, ist halt eine etwas längere Folge. Manche von euch wird es gefallen, manche ja nicht. Mir gefällt's. Ja, freut euch auf die nächste Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein klitzekleine Bewertung da und auch ein klitzekleines Kommentar. Ciao, Leute. Stehen dabei dazu. Scheiße, ne? Ciao.